letzten Wagen steht nicht grenzzeichenfrei. Das ist ungünstig. Na? Beide Züge haben etwa 50 Minuten Verspätung aufgrund eines vorher liegen gebliebenen Exemplares. Da war jetzt gerade nichts mit fliegendem Wechsel, aber er scheint vorzuziehen. Steckt Grenzzeichen frei. Jetzt läuft die Weiche um. Das Signal ist auf Grün, das ist eine Langsamfahrt oder dem Äquivalent zu Langsamfahrt in der Schweiz. Allerdings fast eine Stunde zu spät. Und begegnet uns gleich wieder. Und das war's auch schon von mir. So, ich hatte ja eigentlich gesagt, das war's schon von mir. Allerdings lassen Sie jetzt noch einen Zug passieren, sodass der talabwärts fahrende Zug ein klein wenig die A-Karte gezogen hat. Ich habe es nur mit einem kurzen Allegra ohne Beiwagen nach St. Moritz zu tun, der jetzt hier vielleicht auch seine Kreuzung abwartet, sofern denn noch einer kommt. Soweit ich das überblicken kann, gibt es bis zum nächsten Bahnhof. Bis dahin sind es etwa 13 Minuten Fahrzeit, keine weitere Ausweichstelle. Das heißt, entweder kommt kein Zug von vorne, was ich bezweifle, oder wir bleiben noch eine ganze Weile hier stehen. Mittlerweile hat es auch der einzelne Allegra geschafft, abzufahren. So dass der Bahnhof jetzt uns in all seiner ruhigen Voralpen-Idylle, oder wie auch immer man das hier beschreiben möchte, sich in diesem Licht zeigt. Das heißt aber auch, dass die nächsten Züge talwärts erst in etwa einer Viertelstunde kommen können. Schauen wir mal. So, da kommt das Objekt unserer Begierde, ein offener Wagen, der uns gleich durch das Kreisviadukt von Brusio nicht fahren wird, weil es hängt kein offener Wagen dran. Dann stellt sich die Frage, was für ein Zug ist das? Es sind keine Menschen drin. Zumindest, naja, fast keine. Keine Menschen drin sind, könnte es auch eine Leerfahrt sein. Was aber, glaube ich, auf eingleisigen Strecken möglichst vermieden wird, besonders wenn man so einen Takt fährt.
Tatsächlich hält der Berliner Express planmäßig nicht hier, nämlich auch nicht auf Verlangen. Aber wie man hier mal sieht, nicht alle Panorama-Expressi sind mit den neuen Allegra-Triebwagen bespannt, sondern auch einige noch mit den alten Triebwagen. So, wie Sie sehen Sie nichts außer schöner Landschaft. Denn aufgrund der Betriebssituation zeigt uns das nette Display bereits jetzt eine 16-minütige Verspätung an. Der Gegenzug ist auch fleißig dabei, Verspätung zu sammeln. Nun gut, das sind keine Schweizer Verhältnisse mehr. Hier gibt es viele spannende bahnbetriebliche Anlagen, unter anderem diese Vorrichtung. Die, so viel kann ich auch als Laie sagen, irgendetwas mit der Stromversorgung zu tun hat. Was genau? Das ist die Frage. Diese Frage kann man sich natürlich einfacher beantworten, wenn man einmal den Zoom benutzt. Und zwar steht auf diesem ominösen Kästchen Notantrieb drauf, sowie die Richtung darüber auf dem Schildchen. Ich nehme an, dass man damit Speiseleitung oder beziehungsweise die Oberleitung in Fahrtrichtung Miralago, also bergaufwärts, sowie auch die Station, wenn man das an den Plaketten ablesen kann, isolieren kann oder beziehungsweise den Strom abschalten kann dorthin. Auch Erdet weiß ich nicht. Die beiden Kabel dort unten an den Stützen lassen es aber vermuten, dass es quasi eine integrierte Abschaltungs- und Erdungsanlage ist. Ob man dann noch Erdungsstangen braucht, darf mir jemand beantworten, der das besser kennt als ich. Auf jeden Fall die Schilder, Linea Capocolonio, also bergabwärts Richtung Tirano. Stationen, also im Stationsbereich. Noch einmal Stationen, vielleicht eine Art Generalabschalter. Dann Stationen am Miralago, also vielleicht eine Fernabschaltung der Station in Miralago. Und die Nähe Miralago, also die Fahrleitung bis nach Miralago, die nächsten Station bergaufwärts. Drunter in dem Kasten? Gute Frage. Vielleicht Sand. Und der zweite Anlauf. Jetzt kommt das Objekt unserer Begierde, nämlich ein gelber Wagen, der komplett offen ist. Mal schauen, womit dieser Zug gespannt ist. Einem Allegra. Verzeihe das Wackeln, ich muss noch auf den Bahnsteig gehen. Beiden Aufsichtswagen dran, komplett leer am Schluss des Zuges.